Ja, Sambo, Lockabrau. Ja, faste dich. Bitte, Wiese! Faste dich! Oh, ich weiß, gib mir noch 5 Minuten. Ruf bitte. Dir faste jetzt aus. 5 Minuten noch. Graue Nebelschleier wallen über die Wiesen und das Schilf. Im Morgengrauen ziehen Männer hinaus ins Ried, um mit ihrem Tagwerk zu beginnen. Es sind die Riedmäckeler, die den Torf abbauen und verarbeiten. Dabei dürfen aber auch ein deftiges Vesper und ein Krug Most nicht fehlen. Und während die aufgehende Sonne mit ihren Strahlen die Natur von ihrem Schlaf erweckt, öffnen auch die Seerosen ihre Blüten. Und es ist so, als ob sie auf dem Wasser ihren eigenen Reigen tanzen. Aber auch die Moorochsen erwachen mit ihrem dumpfen Brüllen. Und vor Übermut treiben diese lustigen Gesellen miteinander ihre derben Späße. Die großen und gefährlichen Weller erwachen. Galgenvögel, jene Vögel, die den Verurteilten das Letzte nehmen, rauschen mit ihren breiten Flügeln daher. Jetziger Stund sei jedermann Kontor, dass wir jetzt in der ehemals freien Reichsstadt zu Buchau unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften ein bisschen Fasern ausgerufen. Vor jetzt soll oder darf jeder freie Narr, wenn es die Situation zulässt, im kleinen Kreis und kostümiert in der Stube fröhlich sein. Frei nach dem Motto: Es braucht um Leben, Faserpflege, Moorhoch sein. Jedem zur Freude und keinem zum Leid. Bleibe gesund. Liebe Moorochsenfamilie, liebe Freunde und Gönner unserer Brauchtumsfasten. Als erstes wünsche ich euch nachträglich noch alles Gute zum neuen Jahr. Vor allem aber Gesundheit und Kraft, um diese für uns alle kaum vorstellbare Situation des Corona-Ausbruches und der damit verbundenen Einschränkungen zu meistern. Wie wir schon 2020 miterlebt haben, dass vieles in unserem gewohnten Umfeld nicht mehr so ist, wie wir das gewohnt sind. Und durch die ständigen Pandemieverordnungen seit März sind auch bei uns die traditionellen Veranstaltungen alle zum großen Teil abgesagt oder mussten verschoben werden. Nun starten wir leider mit einem verschärften Teil-Lockdown
in die fünfte Jahreszeit 2021. Auch für uns Moorwuchsen bedeutet das, wie schon im November durch die Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Narrenverbände angekündigt wurde, dass die Fasnet 2021 mit Beginn André König bis Aschermittwoch nicht in ihrem gewohnten Narrenbild stattfinden kann. Das heißt für uns dieses Jahr, es werden keine Umzüge, keine Ballveranstaltungen und keine brauchtümlichen Abläufe wie gewohnt stattfinden können. Auch wir Narren müssen uns an die Vorgaben der momentan angeordneten Corona-Verordnungen halten. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften möchten wir trotzdem versuchen, wenigstens bildlich gesehen, ein bisschen Fasnet in unser Buchauer Narrenstädtli zu bringen. Wie oder ob überhaupt etwas stattfinden kann, können und müssen wir alles kurzfristig improvisieren. Die größte Hürde ist die Einhaltung der Kontaktsperre, der Abstandsregel und das Tragen des Mund- und Nasenschutzes. Das bedeutet, sollte zum Beispiel eine Schülerbefreiung machbar sein, müssen wir im Zunftrat entscheiden, wie wir vorgehen können und müssen, um unsere Mitglieder, Bürger und sonstige Beteiligte zu schützen. So werden leider auch viele unserer Häuser unabgestaubt im Schrank bleiben müssen. Vielleicht wäre oder ist diese Pandemie auch eine Möglichkeit, wieder Hausfasnet zu feiern wie in früheren Zeiten. Kostümiert und im kleinen Kreis mit Freunden und Bekannten. Zusammen zu Hause ausgelassen und fröhlich sein. Auch ist es von unserer Seite angedacht, wie mit dem Beginn der Moorwuchsenzucht den Planenwagen aufleben zu lassen und ein bisschen Fasnet ins Städtle zu bringen. Auch durch den fernen Verkauf des Fördervereins soll ein buntes Bild der Narretei in die Straßen gebracht werden. Hier wollen wir Flagge zeigen für Brauchtum und Tradition trotz Corona. Mit unserem neuen und ich finde auch passenden Leitspruch das Brauchtum leben, Fasnet pflegen, Moorwuchs sein, appelliere ich um euer Verständnis und hoffe, dass wir 2022 wieder gemeinsam so unsere geliebte Moorwuchs- und Brauchtumsfasnet leben und feiern können, dürfen. Darum haltet euch an die Verordnungen und Hygienevorschriften. Bleibt gesund und habt Vorfreude auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in alter Lebensqualität. Über unsere Homepage werden wir bemüht sein, euch je nach Lage der Situation der Pandemieverordnungen über Möglichkeiten der Hausfasnet zu informieren. Euer Zunftmeister mit Zunftrat.
viele große Nagelscharen und der Pferdesee. Mit der Musik, ja sogar, meidest du halt schön. Komm und spring jetzt schnell auf Gas, da ist mit was los. Let's play the shit.